Hi, ich melde mich wieder aus dem Bulli und ich möchte mit euch heute über ein sehr emotionales Thema reden, das einen auch sehr aufregen kann, und zwar den Gebrauchtwagenkauf. Ich habe meinen Führerschein sehr spät gemacht, erst mit 24 Jahren, und hatte in der Zeit jetzt innerhalb von 3 Jahren schon 4 Gebrauchtwagen gekauft, und man muss dabei auf sehr viele Punkte achten und man wird wirklich in sehr, sehr vielen Punkten komplett verarscht. Es gibt so viele Punkte, bei denen man sich dann sehr aufregen kann und ich möchte euch das ersparen. Ich möchte auf einige Punkte hinweisen, worauf man achten sollte, wenn man wirklich ein blutiger Neuling ist im Gebrauchtwagenkauf. Und ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Geschichten gehört, gesehen und auch miterlebt und möchte mir ja, die Erzählung jetzt so gliedern, dass ich ganz am Anfang anfange, wo man sich das Auto aussucht, bis hin dann letztendlich zum finalen Kauf. Wo kauft man sich generell ein Auto? Wo schaut man hin? Viele Leute gehen nicht mehr auf einen Autohof, sondern sie schauen sich erstmal die Autos bei eBay an, bei mobile.de, bei Autoscout24. Und da muss man schon darauf achten, wie die Inserate gestaltet sind. Wenn das Inserat schon sehr lange online ist und das Auto immer noch verfügbar ist, ist das schon ein großer Indikator dafür, dass da irgendwas mit dem Auto nicht stimmt. Sowieso, wenn keine Bilder drin sind, sollte man auch darauf verzichten. Und man muss sehr stark darauf achten, wie die Beschreibung von dem Auto ist. Oft sind es auch nur Exportfahrzeuge, die gar nicht an normale Privatpersonen verkauft werden. Man muss auch darauf achten, ja, auf das Checkheft. Viele Leute machen ein Bild von dem Checkheft und preisen das Auto als Checkheft gepflegt, aber schaut euch genau an, wo das Bild von dem letzten Checkheft ist. Wenn dann zum Beispiel der letzte Check von dem Auto im Jahr 2017 war und zu dem Zeitpunkt steht, dass das Auto 224.000 Kilometer hat, aber letztendlich in dem Verkauf das Auto vielleicht 230.000 Kilometer hat, dann ist es schon sehr suspekt, weil wenn man davon ausgeht, dass ein Auto in 3 bis 4 Jahren nur 6.000 Kilometer gelaufen ist, das ist schon sehr dubios. Also da kann man sehr stark schon mal davon ausgehen, dass an dem Kilometerstand gedreht wurde. Generell sehr, sehr wichtig. Es ist so, dass jedes dritte Auto durchschnittlich von Gebrauchtwagen vom Kilometerstand her gedreht wurde. Das ist auch mittlerweile sehr, sehr einfach. Das kann ein Laie. Früher wurden die Autos ja zurückgedreht, noch mit einem Akkuschrauber bei den analogen Anzeigen. Heute sind ja die Anzeigen für den Kilometerstand alle digital. Und es ist so, dass man eine Schnittstelle, ein OBD-Lesegerät hat. Und das muss man nur anstecken, braucht die entsprechende Software dafür, die man überall im Schwarzmarkt oder auch bei allen Apps findet. Im App Store. Das sorgt dafür, dass man den Kilometerstand innerhalb von 2, 3 Sekunden drehen kann. Aus einem Auto mit 300.000 Kilometern wird in 2 Sekunden ein Auto mit 200.000 Kilometern oder 0 Kilometern. Es ist alles möglich. Es ist sehr, sehr einfach mittlerweile und ja, man muss sehr aufpassen. Wenn man dann mit den Leuten schreibt, mit den Verkäufern muss man, sollte man auch sehr suspekt sein. Egal wie freundlich diese Verkäufer sind, traue niemandem. Die wollen dich letztendlich alle nur über die Leisten ziehen. Sie wollen dich komplett verarschen. Sei sehr, sehr kritisch. Lass dir unbedingt das Checkheft geben, wenn du dann letztendlich bei dem Verkäufer bist. Wie läuft das dann ab? Du machst vielleicht eine Fahrt zu dem Verkäufer. Und schau dir da generell schon mal den Hof an. Wenn da nur abgeranzte Gammelautos sind, fahr direkt weg. Es sind hundertprozentig Betrüger, die den Kilometerstand betrügen und sonstige Betrügereien machen.
Die zielen generell darauf ab, Autos zu kaufen, die vielleicht von außen noch gut aussehen, aber die inneren Werte, Motor und alles sind komplett im Arsch. Die werden dann bei der Übergabe so manipuliert mit speziellen Sprays oder Feintechniken, dass sie ein paar Kilometer laufen und dann, wenn du vom Hof gefahren bist, ist die ganze Gewährleistung dahin. Und meistens melden sich diese Leute auch nicht mehr. Ich kann nur mal einen kurzen Ausriss geben. Ich werde dazu auch noch ein Video machen, wie ich beim Autokauf verarscht wurde. Und zwar, man muss wirklich vom Schlimmsten ausgehen. Das ist schlimmer als im Hollywood-Film, wenn du ein Auto zum Beispiel gebraucht kaufst und dir werden ganz viele Versprechungen gemacht. Kannst du davon ausgehen, dass sich danach der Verkäufer nicht ein einziges Mal mehr bei dir meldet, obwohl es ein eingetragener Händler ist, obwohl du eine Strafanzeige gemacht hast, obwohl du beim Anwalt warst? Er wird sich absolut überhaupt nicht mehr bei dir melden. Er blockiert dich am Telefon und letztendlich wirst du wahrscheinlich noch die kompletten Anwaltskosten tragen müssen. Deshalb. Du meinst vielleicht, dass es nicht schlimmer geht, aber beim Autokauf ist absolut alles möglich. Es sind komplette Verarscher und Leugner. Du musst radikal vorsichtig sein. Worauf sollte man jetzt zum Beispiel noch achten, wenn du bei dem Verkäufer bist? Du musst dir unbedingt das Checkheft geben lassen, wenn eins vorhanden ist. Und wenn eins vorhanden ist, schau es dir genau an. Oft werden diese Checkhefte auch gefälscht. Die Leute kaufen sich komplett neue Checkhefte und füllen die dann selber aus. Du musst auf kleine Zeichen in dem Checkheft selbst achten. Du musst schauen, wie geschrieben wurde, welche Haken, welche Buchstaben gesetzt wurden. Schau dir das alles ganz genau an. Du kannst natürlich auch, das machen viele, zum einem neutralen TÜV-Prüfer gehen in der Nähe. Sei da aber auch vorsichtig. Viele Autohändler haben ein TÜV-Unternehmen in der Nähe, das sie regelmäßig schmieren. Das ist möglich. Deshalb such dir am besten, wenn der Verkäufer damit einverstanden ist, eine TÜV-Prüfung zu machen, deinen TÜV-Händler selbst aus, vielleicht ein paar Kilometer weiter weg. Und fall nicht darauf rein, wenn du zu dem Verkäufer sagst, ja, können wir eine TÜV-Prüfung machen? So als Check, ob er vielleicht seriös ist. Und wenn dann der Verkäufer sagt, ja, das ist in Ordnung, und du dir dann denkst, ja, wenn der Verkäufer ja schon damit einverstanden ist, dass er eine TÜV-Prüfung machen lässt, dann kann ja daran nichts falsch sein. Nein, Betrüger gehen gerne fälschlicherweise in die positive Offensive und wollen dir ein gutes Gefühl vermitteln. Besteht trotzdem darauf, diese Prüfung zu machen. Das kostet nicht viel, nur 10 Euro. Aber den Frust, den du dir damit später ersparst, ist wirklich enorm. Was gibt es an der Karosserie, an dem Auto selbst zu schauen? Du musst dir den Autolack anschauen. Das fängt schon im Inserat an. Meistens erkennst du kleine Fehler und Kratzer oder größere Kratzer in dem Auto gar nicht, weil mit einer günstigen Spraydose alles übergesprüht wurde. Viele Roststellen, die ein Auto hat, werden mit solchen Spraydosen kaschiert. Dann erkennst du es auf den ersten Blick im Inserat nicht. Schau da auf jeden Fall nochmal genauer hin. Du solltest dir auch die Spaltmaße anschauen. Also die kleine Rille, zum Beispiel an der Motorhaube, zwischen einem Blechteil und dem anderen Blechteil der Karosserie. Also der Spalt zwischen Motorhaube und der Karosserie oder der Spalt zwischen der Tür und der anderen Karosserie, dem Rahmen. Diese Spaltmaße musst du dir ganz genau anschauen. Weil die sind ein großer Indikator dafür, dass das Auto vielleicht einen Unfall hatte. Wenn die Spaltmaße nämlich nicht mehr stimmen, kann das heißen, dass das Auto schon mal einen Unfall hatte. Und oft werden auch Autos angeboten, angezeigt als ja, unfallfrei, obwohl sie schon mal einen Unfall hatten. Worauf muss man beim Motor achten? Das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber beim Gebrauchtwarenkauf solltest du unter das Auto schauen, ganz genau. Und auch in den Motor oben selbst. Wenn zum Beispiel das Auto an sich sehr schon abgegammelt ist, relativ dreckig, aber der Motor blitzblank sauber ist, kannst du davon ausgehen, dass eine Motorwäsche gemacht wurde. Und eine Motorwäsche, ja, kann im übelsten Fall bedeuten, dass das Auto sehr viel Öl verliert.
Schau auch unter das Auto. Krabbel wirklich unter das Auto. Das klingt vielleicht dreckig, aber krabbel unter das Auto. Schau dir an, ob unter dem Motor, ob da Öltropfen sind. Das ist ein Indikator dafür, dass das Auto sehr viel Öl verliert. Schau dir an, wie die Karosserie an sich ist. Schau dir die ganzen Rahmen an. Wenn die rostig sind, hast du später ganz viele, nochmal mehr Aufwand. Wenn du kein Fan davon bist, Rost aufzubereiten, dann Schluss. Geh weg. Du musst wirklich unter das Auto schauen. Oft werden Autos auch, rostige Autos mit rostigen Karosserien, mit Steinschlagschutz eingeschmiert, mit Unterbodenschutz. Schau da auch genauer hin. Hol dir einen Schraubenzieher und prockel ein bisschen, stocher ein bisschen an der Karosserie selbst rum. Ich habe schon Fälle erlebt, wo der neue Besitzer dachte, dass das Auto komplett in Ordnung ist, aber es war komplett durchgegammelt und durchgerostet, weil dieser Unterbodenschutz das so aussehen gelassen hat, als wäre es ja noch stabil und intakt. Stocher wirklich mit dem Schraubenzieher an der Karosserie, an dem Rahmen ein bisschen rum. Und ja, du wirst dann sehen, ob es starke Rostlöcher gibt oder nicht. Ansonsten, ja, die Bremsen musst du dir anschauen, wenn die Bremsen ein bisschen rostig sind. Das muss prinzipiell nichts Schlimmes heißen, aber schau dir auf jeden Fall den Bremssattel an. Du kannst ja die ganzen Begriffe googeln. Bremssattel, Bremsbelag und Bremsscheibe. Ist der Bremsbelag noch dick genug? Ist die Bremsscheibe schon rostig und verschlissen? Ist der Bremssattel noch in Ordnung? Das alles musst du dir anschauen. Ja, die Kupplung. jetzt kommen wir zu dem Bereich, in dem du schon eine Probefahrt machst. Schau dir auch vorher nochmal den Fahrersitz an. Wenn der Fahrersitz sehr verschlissen ist, ist das ein sehr großer Indikator dafür, dass das Auto ein Stop-and-Go-Auto war. Zum Beispiel ein Postauto oder ja, irgendwo ein Auto war, das sehr stark angefahren wurde, viele Leute eingestiegen sind, Kurzstrecken gemacht haben. Kurzstreckenautos sind generell sehr kritisch zu beäugeln, weil das nicht gut ist für den Motor und die Kupplung kann dann schon ja, sehr verschlissen sein. Probier die Kupplung auch unbedingt bei der Probefahrt aus. Was du außerdem beachten solltest, die Servolenkung. Nimm einfach mal das Lenkrad in die Hand und dreh es bis zum Anschlag nach links und nach rechts. Und wenn dann beim Anschlag ein sehr quietschendes, pfeifendes Geräusch kommt, ist das auch ein sehr starker Indikator dafür, dass was mit der Servolenkung nicht stimmt, dass die Servolenkung kaputt ist. Auch generell, wenn du die Probefahrt machst und das erste Mal das Auto anmachst, wenn es Startschwierigkeiten gibt, im guten Fall kann es nur daran liegen, dass vielleicht die Batterie alle ist und eine neue Batterie gekauft werden muss. Im schlechten Fall kann es sein, dass es mit dem Nadelhubgeber zusammenhängt. Der Nadelhubgeber spritzt das Benzingemisch in den Motorraum. Und wenn es da Probleme gibt, das wird auch nicht so günstig. Deshalb vielleicht auch da die Finger weg. Und schau dir an, wie der Motor startet. Schau nach hinten. Schau dir an, wie die Dunstwolken aussehen, die da hinten rauskommen. Wenn das blauer Rauch ist, Finger weg. Blauer Rauch ist ein Indikator dafür, dass der Motor Motoröl verbraucht. Schau auch nach, ob vielleicht irgendwo schon im Kofferraum eine Ölflasche liegt, weil das sind meistens die Leute, die dann regelmäßig das Öl in den Motor nachkippen, und das ist ein Indikator dafür, dass der Motor Öl verbrennt. Und das ist ein absolutes No-Go für den TÜV. Wenn der Motor Öl verbrennt, bedeutet das sehr viele Kosten. Der Motor muss eventuell getauscht werden, etwaige Dichtungen müssen überprüft werden. Das ist ein sehr großes Problem. Ich hatte auch da ein Auto, das deswegen auch nicht durch den TÜV gekommen ist, und es gab ganz viele Komplikationen nur damit. Also schaut euch auch den Motorölstand an. Wenn ihr das Auto auch kauft, macht generell einfach mal einen Ölwechsel danach. Kostet nur 150 Euro ungefähr. Schaut euch unter dem Auto den Auspuff an. Wenn der öfter geschweißt wurde, zeigt das auch, wie alt das Auto ist.
traut generell überhaupt nicht dieser Anzeige von dem Kilometerstand. Die ist wirklich sehr einfach zu manipulieren. Schaut euch stattdessen einfach das Auto insgesamt an. Wie sieht der Auspuff aus? Wie sehen die tragenden Teile, die Karosserie aus? Wie verschlissen ist das Lenkrad? Wie verschlissen sind die Pedale? Wenn die Pedale komplett durch sind und total verschlissen sind und das Auto angeblich nur 150.000 Kilometer runter hat, kannst du davon ausgehen, dass es keine 150.000 Kilometer runter hat, sondern eher 250.000. Eine sehr beliebte Betrügermasche ist ja auch, dass Betrüger die Autos, solche Leasing-Autos kaufen, die innerhalb von einem Jahr 300.000, 400.000 Kilometer fahren und dann nach ein, zwei Jahren nochmal für einen teuren Preis verkauft werden, wo der potenzielle Käufer dann denkt, oh, das ist aber günstig und das Auto hat angeblich nur 100.000 Kilometer runter. Nee, es hat viel, viel mehr runter und der Motor ist vielleicht auch schon kurz vorm Aufgeben. Da müsst ihr sehr stark darauf achten. Lasst euch auch nicht ein für die Übergabe von dem Auto irgendwo an einem Autobahnhof von irgendwelchen Rumänen oder sonstigen Betrügern. Und ja, ich sag das so, weil überwiegend Rumänen und Ausländer diese Sparte in Deutschland nutzen und einen komplett ausnutzen. Das ist nicht diskriminierend oder so, das ist einfach die Statistik. Man muss sich einfach anschauen, im Gebrauchtwagenbereich, wie viele Leute von Ausländern da abgezogen werden. Und das sind nun mal überwiegend Ausländer. Ist einfach so. Ist schade, aber ja, gegen Fakten kann man nichts sagen. Worauf müsstet ihr sonst noch achten? Ach ja, die Klimaanlage. Schaut euch an, ob die Klimaanlage noch funktioniert. Auch wenn es Sommer ist, macht die Klimaanlage an. Schaut, ob es kalt wird, ob es warm wird. Das kann auch nochmal teurer werden in der Reparatur. Schaut euch an, wie die Spaltvorgänge sind. Die Automatikschaltvorgänge. Wenn das Auto normal und gut und sauber schaltet, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Motor noch okay ist. Aber wenn das Auto Probleme hat beim Anfahren, wenn es nicht richtig beschleunigt, wenn es keinen Pep mehr hat, wenn es nicht sauber durchschalten will, dann kann das natürlich für Probleme im Getriebe stehen. Wenn das Auto nach Benzin bzw. Diesel stinkt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass der Kraftstofffilter kaputt ist oder noch weitere Probleme vorhanden sind. Wenn es nur der Kraftstofffilter ist, gut, das kostet nur 30 Euro in der Reparatur. Schaut euch auch unbedingt die Reifen an. Jeder Reifen und jede Felge hat eine bestimmte Nummer. Diese Nummer ist in den Felgen eingraviert. KGB-Nummer heißt die, glaube ich. Das schreibe ich nochmal in dem Video drunter. Und diese Nummer müsst ihr googeln. Und dann findet ihr Zertifikate, für welche Automarken und welche Autotypen und Klassen diese Felgen zugelassen sind. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich hatte jetzt schon zwei Autos, bei denen die Felgen und die Reifen nicht zu dem Autotyp gepasst haben und man eine spezielle Umschreibung im Fahrzeugschein gebraucht hat, aber die nicht vorhanden war, wodurch man dann beim TÜV natürlich sich nochmal neue Reifen besorgen musste. Schaut euch an, wann das Produktionsdatum der Reifen war, schaut euch die Profiltiefe an und wie gesagt, schaut euch diese Nummer in den Felgen an und vergleicht das damit, ob die Felgen zugelassen sind für den Autotyp. Oft werden breitere Felgen, größere Felgen, breitere Reifen an Autos angebracht, die gar nicht zu dem Auto passen. Und jeden Punkt, den ich da nenne, könnt ihr natürlich auch mit in die Kaufpreisverhandlungen einwirken lassen, um dann den Preis natürlich zu drücken. Schaut euch auch die Gummis an von dem Auto. Schaut euch an, ob irgendwo in dem Auto auch Schimmel ist. Weil Schimmel ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass einige Gummis undicht sind und deshalb der Raum von innen anfängt zu schimmeln, Feuchtigkeit tritt ein, Rost bildet sich von innen auch. Ja, und, das ist auch ganz witzig, wenn ihr das Auto bekommt, kriegt ihr ja
Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief. Und im Fahrzeugbrief gibt es manchmal noch Informationen zu dem Vorbesitzer. Lasst euch den Fahrzeugbrief am besten schon vorzeitig geben und kontaktiert den Vorbesitzer während dem Gespräch. Das ist ganz wichtig. Oft gibt es dann Informationen, die sehr interessant sind. Zum Beispiel, ich hab das leider nicht gemacht. Ich habe erst später den Vorbesitzer kontaktiert, aber dadurch habe ich wieder was gelernt. Da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass das Auto nicht 200.000 Kilometer schon runter hatte, sondern über 300.000 Kilometer. Und wirklich sehr viele andere interessante Informationen. Also der Vorbesitzer kann euch wirklich noch sehr viele Informationen zusätzlich geben. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite. Mehr ist mir so spontan nicht eingefallen. Das waren auch alles so die Punkte, die ich von anderen Leuten bisher gehört habe, beziehungsweise die Punkte, in denen ich auch betrogen wurde. Wenn man die Punkte aber schon beachtet, dann kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Dennoch, wenn euch zusätzlich noch was einfällt, wenn ihr auch ähnliche Betrügereien schon erlebt habt, schreibt es mir bitte gerne hier unten in die Kommentare. Das ist wirklich ein sehr spannendes und interessantes Thema für mich und wahrscheinlich auch für viele andere. Ja, es folgt vielleicht noch ein weiteres Update-Video dazu. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, in dem ich euch erzähle, wie ich bisher am übelsten beim Auto, beim Gebrauchtwagenkauf betrogen wurde. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und auf jeden Fall mache ich noch weitere Videos zu dem Ausbau von dem Bus hier, von dem Bulli. Ja, bleibt gespannt. Seid gespannt und ihr könnt ja abonnieren, ihr kennt den ganzen Kram. Ich würde mich auf jeden Fall über Interaktionen auf dem Kanal freuen. Also, auf dahin. Macht's euch schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Oder was auch immer für ein Tag das ist, welche Uhrzeit ihr das Video anschaut. Und sage bis bald. Tschüss.